Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Lang ist's her. Ich habe letztens im Stream mal meinen Magier gespielt und habe mich gefragt, ob sich bei der Magie ein bisschen was getan hat seit den letzten drei Patches oder so, weil ich habe ja schon lange nicht mehr gezockt aktiv. Und ja, auf der Suche nach dem besten Zauber bin ich auf den Nachtkometen gestoßen. Den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Der soll der stärkste Zauber sein. Und das Ganze habe ich jetzt hier mal ausprobiert. Wir können uns das mal gerade angucken. Man kann natürlich eine Million Buffs drauf machen. Ihr wisst, ich mache immer nur ein paar Buffs drauf. Ich nehme meine Arznei, ich mache Terra Magica. Und ich lade den Kometen einmal auf. Und dann macht er 2200 Schaden. Das ist schon ganz gut, vor allen Dingen, weil er so schnell gecastet wird. Ich habe auch nicht viel Weisheit. Ich habe aktuell. Wo steht's da? 6. Oh, doch, geht eigentlich. 66 Weisheit, aber auch mit der Krone. Und das Krasse ist, der Nachtkomet wird geboostet durch Stab des Verlusts. Und wenn ihr den Stab des Verlusts nochmal anhabt, dann kriegt ihr nochmal einen 30% Boost. Das heißt, wenn ich hier nochmal Terra Magica mache und nochmal die wundersame Arznei, dann mache ich nicht 2200, sondern 3000. Und das macht es tatsächlich dann zum stärksten Zauber überhaupt. Ich habe das Ganze hier, ich weiß nicht, ob das perfekt ist, aber ich habe hier einfach die Schimmersteinkrone genommen, den Ritualschwert-Talisman, den magischen Skorpions-Talisman, Götzen-Masse-Talisman und Radagon-Zikona, damit ich schneller caste. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtigen Dinger sind. Dafür bin ich echt zu lang raus. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob das überhaupt richtig ist. Probier es gerade mal aus. Weil man kann das Ganze natürlich auch spammen. Man muss ja nicht aufladen. Man kann es auch spammen, spammen, spammen. Und dann ist es wirklich, also wirklich sehr stark. Vor allen Dingen, es hat die übelste Range. Ne? Wir können mal gerade Max Range gucken. Ich respawn mal kurz den Gegner. Und ihr wisst ja, der Lu liebt es, ein One-Trick-Pony zu benutzen. Wenn ich den jetzt von hier aus, wie weit kann ich zurück? Ah, das ist zu weit. Noch ein Stückchen. Ah, noch ein Stückchen. Ja, das ist aber schon eine übertriebene Reichweite. Ich glaube, es gibt. Klar, Bogen hat längere, aber sonst gibt es nicht viel, was mehr Reichweite hat, oder? Ja, Nachtkomet. Ich habe im Stream versucht, mein Only Spell. Charakter, wo ich ja bei dem Eldenbeast festgesteckt habe, zu spielen. Und da ist mir das halt aufgefallen, ob es nicht was Besseres geben würde. Und das würde ich auch mal ausprobieren, jetzt auf dem anderen Charakter, ob ich da jetzt den Radagon schaffe. Ich würde euch jetzt noch einmal zeigen, wo es den Nachtkomet gibt und ganz wichtig natürlich, wo es Stab des Verlusts gibt. Ich habe den hier auf plus 24 gemacht, das macht dann die Zauberskalierung hoch. Den zweiten, der braucht ihr nicht. Der ist ja nur für den 30% Boost. Und ja, Talismane könnt ihr natürlich auch noch andere nehmen. Ihr könntet auch diese Giftmaske nehmen und euch selber vergiften. Ihr könntet noch verschiedene Zauber zum Buffen nehmen und. Aber ich finde das immer ein bisschen doof. Wichtig ist, wie viel kann ich schnell an Stärke rausholen? Und da würde ich sagen, ist der schon extrem stark. Zumal man es halt einfach spammen kann, ne? Ja, mega nice. Ja, dann zeige ich euch noch ganz kurz, wo es die Sachen gibt und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegt man den Zauber? Und dafür müsst ihr hier nach Zelia, Stadt der Zauberer. Und diese Barriere hier tatsächlich auflösen. Das machen wir eben zusammen. Weil hier gibt es in der Stadt drei. Ja, sind das Kerzen, auf jeden Fall solche Feuerstellen, die man entzünden muss. Wenn man das gemacht hat, dann upsala, gehen diese Barrieren weg. Insgesamt gibt es drei Barrieren. Die würde ich mal eben wegmachen und dann öffnen wir die Truhe gemeinsam und dann seht ihr, wie ihr und wo ihr den Nachtkometen bekommt. Da vorne ist eine. Guck mal eben, ob es die ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Nachtkometen in Händen halte. So, ich habe alle drei Kerzen entzündet. Alle drei Barrieren sind weg. Und hier sollte jetzt der Nachtkomet hinter sein. Also genau in der Mitte der Stadt. Und dort findet ihr einmal den Nachtkometen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr folgendes Item euch holt.
Dieses Item seht ihr hier auf dem Balkon. Dort oben ist es. Das braucht ihr einmal. Weil das boostet den Nachtkometen extrem und macht es eben erst zum besten oder stärksten Zauber. Ich hatte den hier tatsächlich noch nicht, deswegen hole ich mir den mal eben zusammen mit euch. Hopp, hopp, hopp. Hier auf den Balkon springen und Stab, zack, Stab des Verlusts. Ihr könnt ihr natürlich auch hochboosten. Das werde ich auch mal eben machen. Und dann sehen wir uns mal wieder. Und damit würde ich mich verabschieden. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, Leute. Sehr über ein Follow freuen. Jetzt am Freitag, ganz wichtig, Diablo 4 Open Beta werde ich 72 Stunden durchstreamen und die Woche drauf auch. Elden Ring DLC steht ja in den Startlöchern und irgendwann im Herbst können wir damit rechnen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.